Alto Popolare, dreierlei vom Rock und Popfilet, der Musikpodcast mit Nils, Marc und Lars Göllnitz. Unsere persönliche, subjektive Musik-Challenge. Wir besprechen Songs zu jeweils einer Headline, zum Beispiel ein Song mit einer Farbe im Titel. Aus allen Jahrzehnten, allen Genres, mit persönlichen Anekdoten und Erinnerungen. Terzetto Popolare. Zetto Popolare aus Berlin und Köln, jetzt. Ein Song, der uns traurig macht. Das ist selten dämlich. Ich habe eben nochmal so geguckt, damit zu starten, ist richtig scheiße, finde ich. Ja, famoser Start, aber die Chronologie gibt es ja. Ne? Schöner Depri-Sonntag. Das ist richtig. Aber wir haben ja ein paar ganz gute Songs, finde ich, die jetzt nicht mega traurig machen. Vielleicht... Nee, das nicht. Aber man musste erstmal die Hürde überwinden. Wenn das jetzt das Letzte gewesen wäre, wäre ja okay irgendwo. Aber damit zu starten und dann die Kurve zu kriegen, wer weiß. Dafür gehen wir mit einem positiven Ergebnis raus am Ende. Das ist doch auch schön. Ja, besonders du mit deinem letzten. ich freue mich schon. Ich habe mich für Genesis entschieden. The Carpet Crawlers. Großer Song. Kenne ich gar nicht. Ja, als epischer Song sozusagen, ist ja fast was Opernhaftes ja irgendwie. Wenn man so auf die Hintergrund. Bitte? Mach mal an. Oh, mach mal an, das ist eine gute Geschichte, mal gucken. Ist auf jeden Fall ja noch gesungen von Peter Gabriel, also aus der Anfangsphase. Ja, 74 oder 75. Mhm. Und gehört definitiv halt ja auch zu Genesis. Ich habe ja Genesis früher gehasst. Ja, verständlich. Jetzt ist erstmal Werbung, Sekunde. Ich konnte ja überhaupt nichts damit anfangen. Ich habe ja jahrelang speziell Gerd ja damit gedisst. Ich fand das ja quasi abartig, wenn er das gehört hat. Und habe mich ja massiv lustig gemacht über Genesis, bis ich es dann irgendwann verstanden habe. Ja, also so richtig zugänglich ist es nicht. Als Anwachsener, so als 7- bis 12-, 13-, 14-Jähriger konnte ich es nicht verstehen. Achtung, es läuft. Ich mag's immer noch. Cooler Song. Auch sehr zeitlos. Auch so diese elektronischen Elemente da drin. Könnte man heute noch irgendwie laufen lassen? Nee, ich glaube, spielen ja, oder haben sie zumindest auf ihren letzten Live-Konzerten auch immer noch gespielt. Und es wäre ja tatsächlich auch dieses Jahr so gewesen, dass sie sich zusammengefunden hätten für eine letzte große Tour. Oh ja, allerdings, ja, stimmt. Schade. Und ja, tatsächlich, ich hätte mich wirklich um Karten bemüht. Einmal tatsächlich, um ein Stück weit auch für Gerd dahin zu gehen. Ja. Ja, weil ich glaube, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, dafür hätte er Berge versetzt. Wahrscheinlich, ja. Um sich das nochmal anzugucken. Und weil tatsächlich ich auch 1992 Karten für Genesis im Gelsenkircher Parkstadion hatte. Oh. Bei der, ich weiß gar nicht, welche Tour das war. Irgendwie Invisible Touch wahrscheinlich, ne? So I Can't Dance und so. Nee. Nee, Invisible Touch war irgendwie in den 80ern. Hm. Keine Ahnung. Jedenfalls ging das aber nicht, weil ich da ja meinen Dienst in der Ausbildung als A antreten musste. Und so habe ich damals das Medium Kleinanzeigen in der Zeitung genutzt und
habe meine Genesis-Konzertkarte, ich glaube, für 120 D-Mark verkauft. Tja. Somit habe ich die Herren nie gesehen, aber das Lied finde ich tatsächlich, boah, Hammer. Ja. Das heißt, ja, natürlich auch einen großen Lieder bei mir mit einem Hang zur Schwermut Kuli versehen. Aber I love it. Ja, finde ich auch. Es ist noch mal neu aufgenommen worden für so ein Best-of-Album vor ein paar Jahren. Ich glaube, da singen sogar beide, Phil Collins und Peter Gabriel drin. Auch ganz nett. Okay. Meine ich. Ja, geil. Ja, also, dass es neu aufgenommen worden ist, ja, ob Gabriel mit singt, weiß ich nicht. Aber kann ja gut sein. Ja, ein großer Song auf jeden Fall. Mike und Rutherford jedenfalls damals mit doppelläufiger Gitarre. Natürlich. Und Mike Rutherford, ja, großes Vorbild von Gerd. Absolut, ja, absolut. Wenn man sich das Video anguckt, was ich mal empfehlen würde, die Live-Aufnahme von 75 oder so, und dann den uns allen Fotoalben aus der damaligen Zeit mal stöbert, wenn es um Feten in der Eifel ging. Auch da ist eine mitunter nicht zu leugnende Ähnlichkeit zwischen Herrn Rutherford und Herrn Gerd Göllnitz zu erkennen. Frisurtechnisch speziell. Inspiration gewählt. Absolut. Ne? Quasi Gerd in the Piso Gang, sage ich mal. Richtig, und der hat ja mit seiner Band auch ähnliche Sounds entwickelt. Ne? Ich habe mal irgendwas von Gerd-artiges vorgespielt bekommen vor ein paar Jahren. Das klang ähnlich wie Genesis, ne? Mit diesen meandernden Gitarrenläufen. Ja. Vielleicht war das aber auch aus den Zeiten von Limestone Quarry, man weiß es nicht. Das weiß man nicht. Auch eine große Band. Richtig. Was hast du im Angebot für traurige Songs, Nils? Oder einen, ne? Ich meine, es got Mad New Sunlight. Ein Songwriter, oder? Scott Matthew, fällt mir gerade nicht genaueres ein. Nee, das ist super unbekannt. Ich glaube, den kennt man auch gar nicht. Fred Mariah hat den Album mal morgen gespielt. Ich bin fast vom Glauben gefallen, wie gut das ist. Geiler, entspannter Dude. Spielt irgendwie alles selber bei sich im Gartenhaus ein. produziert das selber und wirklich wunderschön. Ist eine Mischung aus. Alles mit Dylan, Van Zandt, schöne Stimme. Ja, und lustig aus, irgendwie so wie so ein blonder Lehrer, ganz entspannt und halt wirklich echt Lohne, wenn man das sagen darf. Ich habe den danach auf Instagram geschrieben, dass er doch mal nach Deutschland vielleicht auf die Tour kommen sollte, weil es vier Leute auf jeden Fall. Ne, ist cool. Perfekt, schönes Lied, sehr schwermütig, aber war mal schön. Mit einer schönen Wendung, dass man positiv rausgeht. Aber macht ein bisschen traurig. Mögen wir alle schwermütige Lieder? Ja, schon. Was? Ja, ich finde auch. Also so schwermütige Lieder haben schon eine ziemliche Faszination auf mich. Ich weiß nicht warum, aber kann ich sehr gut hören. Ohne jetzt selber schwermütig darüber zu werden, aber es ist halt einfach. Die Größe, die dann ausstrahlen, ist einfach sehr packing. Ja, so ein bisschen Balsam, finde ich teilweise. Ja. Pinselt die Seele. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch immer dafür da, um eben aus der Situation rauszukommen. Ich finde solche sehr, sehr gut. Das ganze Album ist gut. Die heißen beide Home. Home Part 1, Home Part 2. Beide sehr gute Alben. Mhm. Um mal Werbung für den Scotty zu machen. Ja, der Scotty, willst du dir danken? Ist ein Amerikaner, oder? Nee, ich sag, der kommt von der Insel. Von der Insel? Okay, das hörte man eben nicht. Ja. Der ist ein richtiger Priester, richtig geil. Okay. Ja, halt auf dem Albumcover finde ich halt auch noch so eine richtig schöne Britpop-Frisur. Ja. So ein bisschen wie der Neil oder der Liam zu besten Zeiten. Oh, so hart. Oh, okay, verstehe.
Habe ich Neil gesagt? Noel. Boah, ist das schlecht. Neil Gallagher. Neil Gallagher von Pink Floyd, glaube ich, ist der. Neil Gallagher ist das Synonym zu Nils Gallagher. Ja, richtig. Natürlich. Aber du warst zuerst da, mach dir keine Sorgen. Larry. Electrolyte von R.E.M. Ja, ich habe R.E.M. 1992, 93 über das Album Monster kennengelernt und war vor allen Dingen von der Stimme beeindruckt. Und dann kam das nächste Album, was sie auf Tour aufgenommen haben, von der Monster-Tour, also so eine Wiederentdeckung des Rocks für die Band. Und da haben sie Lieder für unterwegs geschrieben sozusagen. Sieht man auf dem Cover auch so ein bisschen. Und Electrolyte ist das Lied, was Michael Stipe, der Sänger, von den Hollywood Hills aus geschrieben hat. Der hat also auf diese markante Silhouette Downtown Los Angeles runtergeschaut und hat dann so sich überlegt, wie das wohl so klingt, ein Abgesang auf das Jahrtausend zu schreiben. Und daher der Song. Also daher etwas traurig und wehmütig, aber auch sehr schön, wie ich finde. Wir hören mal rein. Unverkennbar, R.E.M. Ja, definitiv. Ich denke, ich glaube, die musikalischen Erinnerungsfetzen, die ich habe, das, Pressure Boys und U2. Und Fury in the Slaughterhouse. Aus der Weltstadt Hannover. Ja, aber keine schlechte Band, muss man auch mal sagen. Fury in the Slaughterhouse? Finde ich manche Lieder echt gut. Ja. Ich meine, das waren so Erinnerungsfetzen, die entweder aus deinem Zimmer oder aus dem Keller kamen. Okay. Okay. Genauso wie Spark. Ich wollte schnell an die damals wahrscheinlich homosexuellen Popmusik rangeführt, was ich als Keyboard-Fetischist natürlich sehr geil fand. Ja, auch. Definitiv. Erasure ist auch eine gute Band. Oder übrigens mal stecken, dass ich, wenn wir freitags den extra Einkauf gemacht haben. Der immer mit konnte, dann haben wir ja Zucker und konsumfrei erzogen worden, wenigstens mal eine Dose Spezi oder so abgreifen konnte, dann mit zum nächsten, habe ich auch drei oder vier Mal die damals in schwerer Pappe gedruckte Kies geklaut, aber das weiß man aber bis heute nicht. Geil! So, damals 12 Mark Magazin. Der Titel ist untergegangen. Welches Magazin? Kies. Ah, okay, ja. Kies, und Tasten. Und dann halt Glück gehabt, von Neil Tennant und Chris Lowe von den Pet Shop Boys. Dann wollte ich unbedingt irgendeinen Synthesizer haben. Naja. Western Girls ist zum besten Popsong aller Zeiten in England kürzlich gewählt worden. Ne? Ich glaube, diese Woche. Ja, verständlich. Wirklich ja. Sehr cooler Song. Das ist schon so arschlange her, das ist unglaublich. Mhm. Ey, Joshua Tree ist genauso alt wie ich. Das kann nicht sein. auch ein bisschen strange, in der Tat. Also für mich liegen diese ganzen Alben noch 20 Jahre her, aber das war vor 20 Jahren. Aber es ist halt so lustig, wenn du das gerade sagst, ne? Was gleich noch mit ins Spiel kommt. Erasure. Mhm. Hatte mein Bruder etwa eine Vorliebe für Erasure? Natürlich, großer Fan. Gerade von Erasure gehört. Ja, Erasure fand er super. Greatest Hits von Erasure. Yes. Schönste Nummer von denen. Das ist so ein unfassbar gutes Lied. Ola Moore. Give a little respect. Nee, das fand ich nicht so gut. Doch,
Das auch geil. I hear you calling. Mhm. Oh, baby. Ja, ich weiß. Ah, ja. Oh. Also, es sagt mir als erstes mal an A Little Respect. Always, Sometimes, Hey Now, Au L'Amour, Ship of Fools. Oh, Ship of Fools ist großartig. Always fand ich auch gut. Ein Song mit so einem einzelnen Tag, der sieht auch noch. Erasure, Ship of Fools, ich spiel's mal an. Ja, schöner Song. Eine lustige Kombo tatsächlich, weil Vince Clark, der Musical Mastermind in der Band, ja tatsächlich früher bei Depeche Mode dabei war. Der hat die ja gegründet zusammen mit Martin Gore und so. Tja, ob er da dann aufs richtige Pferd gesetzt hat, man weiß es nicht so genau. Das ist richtig. Ich glaube, dass die auf jeden Fall bei Easy Pitchy ganz tief leben. Ja, ja, Erasure kommt da auch ja, gut mit klar, schätze ich. Ich denke mal, 3 von 4 Liedern hörst du auch auf Partys und allen Discos dieser Welt und entsprechend deine Glieder dazu auf der Tanzfläche auszuschütteln. Ja, na, du hörst ja auch viel im Radio. Ich bin ja großer WDR-4-Fan. Mhm. Da läuft das ja die ganze Zeit. Ja. Und in England noch mehr wahrscheinlich. Ist WDR weg vom Schlager, ja? Ja, in England noch mehr. Nee, WDR4 ist beste Autofahrermusik. Kannst einfach nur Classics, Oldies. Okay. Gut. Gute Radiosender zu finden ist ja schwierig. Ja, absolut. A Song You Never Get Tired Of, ne? Nee. Absolut nicht. Der nächste Punkt ist. Mensch, wie recht du hast. Ja. Nein? Ja. Jetzt wird's interessant, Ille. Dieses Lied habe ich mit meinen engsten Freunden besprochen, wird auf meiner Beerdigung laufen irgendwann mal. Das ist The Dead Rhythm. Also das ist ja scheiße, das kann ich ja nicht mehr miterleben. Muss ja nur sehr, sehr alt werden. Deadly Rhythm, ja. Na, wir haben es nur mal so ich glaube, im Zusammenhang von lauter Musik mal angesprochen. Nein. Ein Song, den man laut hören muss, glaube ich, hatten wir ja schon, ne? Mhm. Naja, das war, ich glaube, ich habe noch einmal benutzt, und ja, die verrückten Schweden Refused mit Frontmann Dennis Lich 10, seines Zeichen Straight Edge, Veganer, Feminist, alles, im Extremsten, aber sehr entspannter und dennischer Mensch vor allem. Wir haben das Ding rausgebracht mit dem Album A Take of Punk 98. Das hat komplette Rock oder etwas Rock umgekrempelt. Das Ding ist echt so Meilenstein und hier Holy Grail der Alben geworden. Das Anlehnung an The Shape of Jazz to letztes Album damals, aus den 40ern, meine ich. Das Ding wurde riesig aufgezogen mit aus dem Jazz, aus dem Klassik, aber halt auf Core fast schon, mit Hardrock. Wo jetzt hier als Ends, wie du damals anfängst, super Sequencer und digitale
Effekt und sowas benutzt, um das zu blenden. Thema des Albums widmet sich dem Antikapitalismus und ja, Kommunismus, die ganze Dose und The Dead Rhythm ist im Endeffekt eine Textsignatur. The Deadly Rhythm of the Production Line. Im Endeffekt die Massenarbeit und Produktion, Fließbänder aus Wirtschaftsformen zu der Zeit. Und ja, ist meines Erachtens das erste Rock-Album, das durch vom Hexenrock gesagt ist, mit dem grandiosesten Intro. Kannst du auch mal parallel anmachen. Das ist wirklich, das Album ist ein Erfolg, Anna. Ich versuche das mal als Platte zu bekommen. Und live, so als würdest du von der Land von auch überrollt. Also das Licht da. Hört ihr mich? Ja. Live-Konzert sagte ich, es soll wird man von der landenden Antonov überrollt. Nicht der, den wir durch Zufall nur mitgenommen haben, der kam ohne Link zu, meine ich, und zerrissenem T-Shirt zurück. Ahmed stand irgendwann mit Akma an der Seite des Publikums, weil ich nicht mehr konnte. Und nach dem Konzert saß er dann da und treff den Schlagzeuger, der barfuß und völlig entspannt mit das Tapes ankommt und fandet ihr es hier so. Ja, war cool, ne? Also ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Warum trefft ihr die Jungs immer nach den Konzerten? Du hast letztlich schon davon erzählt, dass du Paul Banks getroffen hast. Bist du ein Groupie? Nö, einfach da warten, wo die auch hinkommen am Konzert. Wir hören mal rein. Sagen, ist entspannte Sonntagsmorgens Frühstücksmusik. Richtig. Man muss sich da rein. Das ist ja im Endeffekt, das ist schon natürlich harter Tobak, aber der Text ist grandios. Und würdest du das ganze Ding runterfahren vom Tempo, hättest du halt Beststandards. Das ist halt ultra komplexer Scheiß, den die da gemacht haben. Also wirklich. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein komischer Metal-Scheiß, sondern das sind fast clean Gitarren, einfach die komplett in der Dynamik. Und das ist einfach. Da sind fast nur so 40-plus-Leute im Publikum, alles straight edge. Und ihr habt so einen Psycho-Scheiß am Anfang gestartet. So 5 Minuten bevor das Konzert losging, haben die Beleuchtung ausgeschaltet und einfach nur so einen ganz tiefen Sinuston abgefeuert. Der wirkt die ganze Zeit hier so ein Unwohlsein auslöst und dann Flashlights und dann kommt diese Ansage: This is a refused party program. Und alle wissen, welches Lied kommt. Und mit einem, den er diese auch Akademiker und Väter im Publikum und reden. Und dann sagt er das los und du findest dich wieder im größten Brawl aller Zeiten. Klassische, ich erstmal von den ersten. Erst ein paar Sekunden her sehe ich ganz klar irgendwie so ein paar alte Skate-Dudes, die die Halfpipe stürzen und abartige Moves da irgendwie machen und Spins und keine Ahnung, wie der ganze Spukus heißt und dazu den ordentlich durchrammelnden Beat. Wurde auch, glaube ich, dafür. Aber tatsächlich, also für der Zeit. Ja, also Hardcore, Punk und so ein Kram ist ja in den Kreisen halt auch gern genommen. Ob die jetzt, keine Ahnung, aber. Ja, ja, die Assoziation. Besonders New Noise, was das dann so der Hit, den alle kennen.
Die waren halt auf Tour das erste Mal in Amerika, weil die natürlich eine riesen Hörerschaft hatten, genauso wegen dieser Skate-Community und so. Und haben sich dann nach dem 20. Spieltermin aufgelöst, weil sie es nicht konnten. Also sehr, wirklich sehr, sehr kluge Geister, die ganze Band. Das ist wirklich interessant. Cool. Und heute, meines Erachtens, läuft der Bassist von Refused, auf jeden Fall Guy Berryman in Sachen Style und Coolness, den Rang an. Hat er auch einen Instagram-Account? Magnus, irgendwas. Nee, scheißen die alle drauf. Okay. Das ist das Coole. Er ist wirklich interessant, also. Wobei Guy Berryman schon cool ist. Das müssen wir jetzt alle mal zugeben. Das ist nur Neid. Guy Berryman ist nicht schlecht. Der designt ja jetzt auch T-Shirts selber, beziehungsweise pinselt die selber an durch die Schablone. Ja, wenn du gar nichts mehr zu tun hast, fängst du damit an. Das Witzige ist mir mal so aufgefallen, ne? Sein Label heißt ja Ratino, oder Ratino, ne? Mhm. Ratino. Ratino. Wenn er jetzt noch ein H hinter das N machen würde, ne? Also das ist dann quasi portugiesisch, wäre Ratinho, dann wäre es ein ehemaliger Spieler von Kaiserslautern, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ne? Stimmt. Lieblingsspieler von Otto Rehhagel damals. Stimmt, stimmt. Ob er das weiß? Man weiß es nicht. Ich das mal. Keine Ahnung, wo der Name generell herkommt. Dann kriege ich das Giveaway. Ratinho heißt doch ein bisschen mit Ratte oder so auf Portugiesisch. Ratinho heißt kleines Mäuschen. Auf welcher Sprache? Auf Portugiesisch. Ach, wirklich? Ja, tatsächlich. Kleine Maus, ja. Und dann wird es ja auch wieder passen. Sein K-Magazin heißt doch irgendwie The Road Rat oder sowas vom Guy. Ne? Also er steht auf die Tierart, scheinbar. Absolut. Da haben wir das doch schon gelöst, das Problem. Jetzt müssen wir nur noch die Uhrenaffinität und die Dauerprobe für Leica irgendwie mal versuchen, da reinzubeamen. Vielleicht wird da irgendwann Geld überwiesen. Irgendwann werde ich den FedEx-Boten mal abfangen, wenn er auf dem Weg zu seinem Haus ist. Ja. Vor allen Dingen, dann kannst du auch noch direkt Peter Gabriel besuchen, der wohnt ja auch direkt um die Ecke da in Bath, außerhalb von London. Da wohnten die? Ja, also Guy Berryman wohnt da. Bath ist ja eigentlich ein englischer Badeort, ne? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht, das ist eher so im Grünen. Also ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, das ist eher so westlich raus aus London in Richtung Grün. Ich denke, es ist ein englischer Küstenbadeort, wo auch Harold Chapman herkommt. Oh, ich würde es nicht ausschließen. Mit Doppel-A? Nee, B-A-T-H, soweit ich das weiß. Na gut, das klingt ja schon eher nach Badeort, ne? Ja, eigentlich ja. Aber cool. Es sieht so grün da aus. Ja gut, wo Wasser ist, ist auch Wachstum. Also, Sekunde, Freunde der Nacht. Ja, Bath liegt im Vereinigten Königreich. Unweit der Stadt Bristol. Oh. Und somit würde ich sagen, nach Einschätzung von Google Maps, circa 30 Kilometer von der See entfernt. Quasi auf gleicher Höhe von Cardiff. Okay. Allerdings von London war schon 160 Kilometer. Okay, ja, doch eine Ecke. Das kann ich mir aber als ganz schönen Ort vorstellen. Ja, mal ohne Spaß. Also ich komme da drauf, weil wegen Harold Chapman, den Rolf ja nun ausgiebig bearbeitet hat in der Vergangenheit. Für die, die es nicht wissen, mal, ein Fotograf. Da besucht hat, Bath, der Ort an sich ist ein Hammer. Das ist unglaublich. Diese Stadt, die ist so alt. Da stehen Bauwerke, wo du denkst, du bist wirklich wie in so einem Märchenfilm. Hm. Sehr schön. Da wohnen sie alle. Sowieso, meine Freunde von mir haben das gemacht. Roadtrip England, Kontinent. Also Kontinent, ne? Ja, England, Kontinent, sehr gut. Ich hätte gern ein Kontinentalfrühstück, bitte. Würde ich mitfahren, kann ich mir vorstellen. Ja, ich auch. Inklusive
Scotland. Ja, auch nicht schlecht. Also ein paar Scones irgendwo am Meer, in einem kleinen verschlafenen Örtchen mit einem Tee. Und ab 12 kommt das Birkenny oder Guinness-Spiel, wenn man dann da oben ist, wäre auch nicht so schlecht. Ein schönes Guinness und dazu eine Handvoll Austern. Ja, oder Fisch und Chips und zwar von einem guten Laden. Ja, oder frittierte Mars und Snickers. Ja, auch schön. Geil. Geil. Ich glaube, noch eine Sache würde nicht funktionieren, wenn wir drei das machen. Das ist die Whisky-Tour durch eine Distillerie, weil die hängt nicht relativ schnell in irgendeinem Brunnen, glaube ich. Du hängst in einem Brunnen. Blöde. Ich würde eher sagen, du fackelst wahrscheinlich vorher eines der Torfelder ab. Hätte ich auch Lust drauf, ja. Aber denk dran, das Linksverkehr, das wird schwierig. Das kann, als Fahranfänger sollte ich fahren. Ich bin eh noch nicht so richtig der Ei. Ja, kann ich jedem empfehlen. Ich hab selten die ersten Stunden so verkrampft in der Karre gesessen wie bei der Irland-Tour. Regen, also weg. Klasse. Das war halt auch dann links. Und mit links schalten. Naja, aber gut. Ach stimmt, wenn du einen Leihwagen hast, musst du ja auch. Jesus fucking Christ, du hast kein Automatik. Habe ich dummerweise nicht dran gedacht. Ich wollte gerade sagen, wenn links schalten ist, glaube ich, so wie mit links masturbieren. Kommt dem nahe, ja. Alles kaputt. Wobei. Oder habe ich damals überlegt und es war einfach viel, viel teurer? Weiß ich gar nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, jetzt eine extrem gute Überleitung gebaut, Lars, oder? Wegen Linksverkehr. Also nicht des Masturbierens wegen und des Linksverkehrs wegen. Wegen deinem Song. Absolut, absolut. Wir sind weiter im Grünen, ein bisschen außerhalb von Dublin, in der Gegend von Slane Castle, wo ja die Anfangsaufnahmen zum U2-Album The Unforgettable Fire stattfanden, 1983, 84 rum. Das erste Album mit Brian Eno und Daniel Lanois, die den Sound ja sehr mitgeprägt haben. Unter anderem ist da der Song The Unforgettable Fire entstanden, Titeltrack vom Album. Und ja, so U2s erste Anleihen an sehr atmosphärische Songs. Vorher war es ja punkig, rockig. Und das ist jetzt tatsächlich atmosphärisch, bilderschaffend wie das gesamte Album. Ja, ich habe kürzlich gelesen, wo Edge, der Gitarrist, das Lied geschrieben hat. Das war gar nicht irgendwie, das war irgendwie auf Tour auf Hawaii oder sowas in der Art. Aber finalisiert in Irland. Und so klingt es auch, finde ich. Großer Song, sehr zeitlos und auch nochmal neu entdeckt worden bei den letzten Touren, da wurde er gespielt. Ich glaube, das ist, auch wenn das schwierig zu formulieren ist, aber ich glaube, das ist U2s bester Song. Ich Geschrieben mit glaube, 24. ich habe mir letztens noch die Doku komplett auch angeguckt, wo er da mit dem fetten Neumann da im Rittersaal steht. Ja, das Singen ist großartig, ne? Ha? Das Einsingen ist wirklich nicht schlecht, ne? Volle Körperleistung. Unforgettable Fire ist wirklich für mich, glaube ich, wirklich der beste, das kann man nicht sagen, aber einer der größten Songs von mir. Ja, da sind einige große Songs auf dem Album. Ja, Ja, glaube ich auch. Haben Sie tatsächlich ja hingekriegt, auf mehr oder weniger jedem Album hinzubekommen, große Songs zu das ist bekommen. richtig, aber da ist ja der Durchbruch irgendwie Pride drauf, ne? Dann ist Bad drauf, was wir drei ja in Berlin gesehen haben, live im Regen im Olympiastadion bei der Joshua Tree Revival Tour. Auch sehr episch. Also echt krass, wenn man überlegt, dass sie da 24 waren. Vorher absolut einer meiner, ich nenne es mal, Top 5 Tage dieser Konzertbesuch im Olympiastadion. Ja, der war grandios. Unglaublich geiler Tag. Und vor allen Dingen sahen wir unglaublich gut aus in unseren Müllsäcken. Ja, der Regen war penetrant durchhalten, 8 Stunden Gefühl. Ja, wie lange waren wir im Stadion? Ja, wir Gut neun waren, Stunden. ja, waren wir schon, ne? Wir haben lecker Brezel gegessen und dann Noel Gallagher gesehen.
Die Gummibrezel? Die Brezel mit dem Latexhandschuh. Da hätte jemand ein bisschen Kohle holen können, ey. Ja, da würden wir heute U2 rund um die Welt mit begleiten. Das ist richtig. Ohne Scheiß. Amerika hättest du locker was bekommen dafür. Ja. Boah. Lars hat auch so eine leichte, ich muss jetzt vorsichtig formulieren, politische Foltermethode hinten auf der Fontanelle irgendwann durch den Regen, ne? Das ist richtig. Block. Völlig im Arsch irgendwann. Mir geht's nicht so gut. Ich kann nicht mehr. Sehr schön. Mir hat die griechische Seefahrermütze den Abend gerettet, möchte ich mal sagen. Ja, das stimmt, die war gut. Aber seitdem passt die halt nicht mehr, weil die so nass war und ich die getrocknet habe und die sich einfach eine Nummer verkleinert hat. Die passt nicht mehr. Eine müde Scheiße. Sensationell. Und danach sind wir ja mit der VP-Bahn zurück nach Hause gefahren. Das war auch schön. Auch nochmal 9 Stunden gefühlt. Mhm. War ja nur leicht voll. Waren wir danach noch ein Schießen? Ich hab nee. Nee. Aber wir waren am nächsten Morgen im Silo, nee, Silo, im Prenzlauer hier bei Black Rock. Ja. Ich weiß nicht tatsächlich, wo wir waren. Ich weiß, dass wir auf dem Rückweg, Lars ist noch ausgestiegen und hat noch einen Song produced mit Frau Kasper. Mhm. Und wir sind zu uns gefahren und dann verliert sich meine Erinnerung irgendwie daran. Wir sind morgens irgendwo in einem Poschenviertel, waren wir frühstücken in so einem... Prenzlauer Weit, wie heißt der denn nochmal? Wo man Granola und sowas auch frühstücken kann. Ja, das war lecker. Die Straße, die im Ende auf die Schönhauser führt. Nicht im Spreegold. Nein, so kleiner. Ah. Shit. Da schien auch die Sonne dann. Ja, da hat sie sich rausgetraut. Komm ich nicht mal rein. Ich war ein paar Mal, Marc. Na, ja. Ja, vielleicht fällt es ja irgendeinem ein. Die Person kann es in die Kommentare schreiben. Wollte ich gerade sagen. Na, und wer es von unseren Zuhörern weiß, der kann uns eine Postkarte schicken. Und unter allen Einsendern verlosen wir einen abends beim nächsten U2-Konzert auf der Deutschland-Tournee. Richtig, das ist wie bei der ZDF-Hitparade. Postkarten schicken zum Abstimmen. Genau. Dann zieht der Viktor Worms zu für uns. Auch ein guter Mann. Welchen Song hast du eigentlich? Ich habe wieder in die melancholische Trickkiste gegriffen und habe mich für Morrissey Every Day is Like Sunday entschieden. Ja. Passend zum Tag heute. Ja, sehr gut. Wow. Wie gemacht. Mhm. Ja, finde ich einfach kann fast in Endlosschleife laufen. Kann ich mir jeden Tag gönnen, mehrfach. Ja, sehr schön. Ich finde, der ist so eingängig und ich weiß nicht, ob man Melancholie und Traurigkeit als heiter empfinden kann, aber finde ich halt dabei einfach so. Ich finde das einfach heiter, dem zuzuhören, wie mies drauf man quasi sein kann. Und wer sich das Video, weiß nicht, habt ihr das vor Augen? Kennt ihr das? Mhm. Das Video ist tatsächlich angelehnt halt an den Text, wo es ja im Prinzip um einen imaginären Atomschlag geht und dieser kleine Ort, um den es da geht, der quasi ausgespart worden ist und alle Leute nur darauf warten, dass das Bömmchen fallen mag, ne? Come Armageddon, come. Das ist halt so, wie man sich das eben auch vorstellt, ne? So ein englischer Badeort, irgendwie bei mäßig gutem Wetter und so ein paar junge Leute im 80er-Style mit so einer so zu Zeiten von New Wave und Gothic hatten ja viele von den Leuten, die das damals gut fanden, so dieses, so ein bisschen so eine Anti-Haltung und halt so ja, ist schon alles sehr, sehr schlecht und schlimm. Und das spiegelt halt dieses Video auch unglaublich gut einfach wieder. Hm. Die laufen dann so durch Plattenläden und sitzen vor Cafés und so. Und du hast einfach, sieht für mich aus wie so bocklose Teenager. Mhm. Aber
getragen von Morrisseys großartiger Stimme, finde ich einer seiner tatsächlich besten Songs überhaupt. Mhm, wirklich cool. Wenngleich auch nicht von ihm geschrieben, wie ich gelernt habe. Oh, aber von keinem, den man kennt, oder? Bitte? Kein Autor, den man kennt, so. Also irgendwie unbekannterer Song. Sag mir nichts. Irgendein Steward. Mhm. Ich glaube ja, dass das Ingo Schäfer. Das habe ich leider nicht verstanden. Das war bestimmt unheimlich lustig. Ingo Schäfer habe ich verstanden. Ingo Schäfer? Ja. Nee, bringt auch nichts. Im Übrigen macht jetzt Hausmeister Krause Werbung für Bodos Beste bei Lidl. Oh, was ist denn Bodos Beste? Hundefutter. Ach so. Für den Dackel. Ja. Für den Club, alles für den Club. In der Tat, muss ich sagen, sehr, sehr witzig. So. Auch mit der Töne. Komm du nicht mehr ans Mikro, sonst macht das keinen Spaß. Das ist doch furchtbar mit dir. Jetzt hört man es ja. Gut. Ich hab gesagt, ich kriege man ja auch oft mit so einem Blödelhumor. Ja. Immer. Weil du auch so blöd bist, ne? Dümmer geht immer. Dumm und Dümmer. Großer Film. Dumm, aber nicht dumm. Dumm und Dümmer, wie euch auf den Leib geschnitten. Ja. Dreimal im Jahr den Film und immer wieder absolut bester Film aller Zeiten. Kennt ihr noch die Szene mit den Cheerleadern am Ende? Nee. Tja, schade. Ich kenne die mit dem Eis, wo er mit der Zunge dranhängen bleibt an dem Eisding da, oder? Auch gut. Ja. Ich guck den, glaube ich, heute nochmal. Würde ich auch machen, statt Tatort. Das sowieso. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Mhm. Jetzt kommen nämlich die Preteen Years. Ein Song aus den Preteen Years. Mhm. Also Alter 0 bis... Preteen Years? 0 bis 9, das Alter, glaube ich. Ne? Teen ist ja so... Oder bis 12, ja. 13, 14. Ne? Guck mal. Ja. Bin ich letztes Wochenende durch Freund Markus darauf hingewiesen worden, mit dem ich darüber gesprochen habe. Der dann sagte, naja, du kannst aber auch andere Songs nehmen. Ja, warum? Naja, weil Preteen ja tatsächlich, wenn man es aufs Englische bezieht, bis 12 geht. Mhm. Und da kommst du wohl auch her, ne? Schätze ich. Aus dem Englischen. Ich habe mich für Eurythmics entschieden damals. Oh, Dave Stewart. Und Annie. Und Annie, ja. Als Szene gegönnt. Musst du nochmal wiederholen, bitte. Gerade hakte es hier. Und seitdem habe ich immer wieder auf Eurythmics gehört. Ich habe die Single mir damals bei Selgros gekauft. Mhm. Das war ja einer meiner Plattenhändler des Vertrauens. Mhm. Immer wenn es dahin ging zum Großeinkauf oder was auch immer. Das ist ja auch ein totaler Quatsch, weil das man bei Selgros eingekauft hat, als wenn das günstiger gewesen wäre. Aber ist ja damals manchmal diesem Irrglauben aufgesessen. Ich fand das auch lustig. Teilweise wurden sie sich ja die Karte geliehen, familienübergreifend, ne, diese Selgros-Karte, die man haben musste, um einkaufen zu gehen. Haben dann ab und an auch Paul und Resi gemacht. Oh. Und dann wurde zu Selgros gefahren und eingekauft, ja. Frieden! Ich glaube, Frieden nicht. Doch, Oma hat die beste Frieden der Welt gemacht. Ja, aber dann hat sie das selbst gemacht. Oder in Frings Haus gekauft. Schon eher von Farm Fritius. Ja, Sweet Dreams, bla bla bla. Ich habe es eh nochmal nachgeguckt, was ich nicht wusste und was ich schrecklich finde, als ich es gelesen habe. Es gibt, glaube ich, 25 oder 28 Coverversionen von dem Song. Mhm. Die allerschlimmste, die ich rausgefunden habe, ich glaube, ich weiß welche. Von Bushido und Flair. Oh Gott, ich hätte jetzt No Angels gesagt. Gibt es, glaube ich, auch noch. No Angels, würde ich auch sagen, da komm ich locker mit klar. Aber ach guck, ich habe es hier sogar noch. Das ging gleich 1983 los, aus demselben Jahr stammt ja auch quasi der Song. Da hat gleich noch Sylvie Vartan, die man, glaube ich, irgendwie namenstechnisch auch irgendwie kennt,
zumindest klingt es für mich ganz, ganz bekannt. Die hat das angefangen. Dann hat es einer richtig gemacht, 95, Marilyn Manson. Die Version fand ich tatsächlich ganz cool. Jetzt wird es ganz, ganz furchtbar. Ne? 2003, Bushido featuring Flair. 2003, Frauenarzt. Warum denn? 2006, wird Nils jetzt ziemlich gut finden, Kids. Warum die alle? Keine Ahnung. Im selben Jahr 2006 hat auch Thomas Anders sich nochmal entschieden, um vielleicht was Witziges draus zu machen. Und dann kam, wenn man, ja, witzig, 2011 Avicii. Mhm. Kann man auch drüber streiten. Rest in peace. Genau, rest in peace. Und 2019, das wiederum finde ich ganz witzig, Weezer. Ja? Okay. Und von den anderen. Aha. Also, sprich doch hier deinen Satz zu Ende. So. Mhm. Ich hätte es The Night They Drove Old Dixie da. Mhm. The Night. Ja, der Tag, an dem Conny Kramer starb. Ja, ja, genau. Ah, okay, ja. Hat Philipp mir jetzt in den 90ern einen Song gab, der hieß der Tag, an dem der Tag als Thomas Anders starb. Ja, von den goldenen Zitronen oder so. So. Ja. Man erkennt die Melodie wieder. Mir fällt gerade noch ein, du hast ja Eurythmics erwähnt. Lustigerweise haben Eurythmics ja länger in Köln gewohnt und dort unter anderem auch diesen Song, glaube ich, aufgenommen. Zumindest in der Nähe, da gab es ja das Studio von Conny Plank, der Musikproduzent war. Gibt übrigens eine sehr coole Doku von seinem Sohn über Conny Plank. Und Eurythmics waren da und haben da Songs aufgenommen. Okay. Der hat mit ganz vielen bekannten Musikern Songs aufgenommen. Ich weiß nur, dass der Song entstanden ist, als sich Annie Lennox von Dave Stewart getrennt hat. Stimmt. Genau, und Conny Planks Sohn erinnert sich in der Doku, dass das eine schwere Phase war, weil die gerade ihre Trennung quasi hatten, aber musikalisch ja noch weiter zusammen waren. Und Conny Plank war so ein Autodidakt und hat sich in einem Bauernhof in der Nähe von Köln ein Studio zusammengebastelt. Und das hat sich so rumgesprochen, dass da namhafte Musikergrößen auftauchten. Okay, ich fange jetzt mal mit New Radicals an. Mhm. Also New Radicals, ich habe einen Kassettenrekorder beziehungsweise einen Walkman, mit dem man das nehmen konnte. Den Song fand ich sehr gut. Dann lief der manchmal irgendwo auch im Fernsehen und dann habe ich den bei Fickbot Manes von Chris dieses Geld als Single gekauft. Und die liegt jetzt tatsächlich auch irgendwo rum. Und warum mit Christoph Nielsens Geld? Weil wir da im Laden waren, da gab es damals eine kleine Teilung und dann hat der gesagt, hier, kaufe ich dir 2,95 oder so. Und, oh, sehr gut. Geiler Granatensong, er ist ein cooler Dude, der Sänger. Der hat auch, was man auch relativ schnell hört, glaube ich, Live the Roller Coaster für Ronan Keating geschrieben. Oh ja, ja. Oh, ja. Cool. Und die sind ja so bei den Songs und Arrangement und so, ist ja eigentlich werden beieinander. Mhm. You Get What You Give ist eine der schönsten Pop-Nummern, so möchte ich sagen. Ja, ich habe es mir nochmal angehört, nachdem du es vorgeschlagen hattest. Ist tatsächlich sehr cool und läuft ja auch andauernd noch immer im Radio, wie du feststelltest, Marc. Ja, ich mache das gerade nochmal ganz kurz auf, damit ich das nochmal verifizieren kann. Aber kann ich wahrscheinlich, wenn ich das habe. Aber es gehörte auf jeden Fall, oder es war Nummer 1 der am meisten gespielten Songs bei Radio 1 der letzten 20 Jahre. Ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr.
wo Radio 1 hier in Berlin 20-jähriges Jubiläum hatte. Und dann haben die so eine Top 100 der meistgespielten Songs aufgestellt. Und da war tatsächlich You Get What You Give von The New Radicals auf Platz 1. Und das weiß ich auch. Ich mag den Song auch, aber manchmal nervt er mich auch furchtbar. Ja, es ist jedem Pop-Song, ne? Ich weiß aber gar nicht warum, weil der ist eigentlich sehr eingängig, das stimmt schon. Ich finde ihn einfach schön, das macht ein ganz gutes Gefühl, finde ich. Könnte daran liegen. Aber ist auch ein interessantes Phänomen, dass ausgerechnet dieser Song so erfolgreich ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt es nicht noch andere Lieder gäbe, die auch 7 Millionen Mal gespielt werden könnten bei Radio 1. Ne? Scheint wohl dann tatsächlich an der Eingängigkeit zu liegen, dass die Programmmacher und DJs im Radio sich immer wieder dafür entschieden haben. Wahrscheinlich, ja. Aber jetzt müssen wir tatsächlich mal ganz weit in die Trickliste greifen, ne? Bei deinem Song. Ja, ich habe natürlich ein Highlight ausgepackt, möchte ich sagen. Preteen heißt, wie wir ja schon festgestellt haben, eher jüngeren Alters. Und ich habe im Alter von 6 Jahren, war ich großer Fan, muss man wahrscheinlich in Anführungszeichen setzen. Ich fand die Musik großartig von den Höhnern hier, von dieser kölschen Band, die man von Viva Colonia wahrscheinlich kennt. Und die hatten in ihren Anfangstagen eher so, auch schon humorvolle Texte. Aber das Ganze angereichert auch mit Gesellschaftskritik. Ne? Und der kleine Mann, den ich ausgewählt habe, ist halt so ein Lied, der so auf so einen sozial benachteiligten Herrn anspielt. Ach. Ich bin der kleine Mann. Gar nichts, also nichts Autobiografisches in dem Sinne. Nur, dass ich den Song wirklich, genau, bezogen auf meine eigene Körpergröße, habe ich gedacht, nehme ich den Song mal. Ne? Nee, ich fand den einfach super. Ich habe noch so Momente im Kopf, wo ich als Kind zu Hause war und die Kassette rauf und runter spielte und den Song performte sozusagen. Also ich tat so, als wäre ich der Sänger der Höhner. Als wärst du der Henning? Wenn damals Henning schon Sänger war, ja, dann ja. Boah, knaller. Ja, und das ist ja so ein Akustiksong. Ich habe mir den letztens nochmal angehört auf YouTube. Das ist so eine Akustiknummer. Ne? Irgendwie schlecht produziert hat man das Gefühl. Es knarzt und rauscht und sind auch nur so 2 Akustikgitarren. Ich hatte das viel poppiger in Erinnerung, aber die Textzeilen sind mir bis heute im Kopf hängen geblieben. Ne? Ich hatte tatsächlich mal versucht, den rauszufinden, aber ich habe den nicht irgendwie auf die Kette gekriegt. Aber wenn du sagst, es gibt ihn bei YouTube, werde ich da nochmal einschalten. Ja, YouTube ja, Spotify nein. Deswegen ist er ja nicht drin in unserer Playlist auf Spotify. In der Playlist, ja, richtig. Das ist korrekt. Ich muss die im Übrigen immer noch ergänzen um die letzten Songs. Oh ja, mach das bitte. Das sind, wie lange kann man da hören? 8 Tage wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe bis jetzt 65 Songs oder so eingestellt, ja. Oh, okay, ja. Und um das noch zu ergänzen, ich habe nicht nur die Höhner gehört, sondern ich habe damals auch die erste allgemeine Verunsicherung gehört, ne, die man so von Ding Dong noch kennt, oder Ein Furz geht um die Welt, diese österreichisch-klamaukige Band. Fand ich auch gut mit 6. Fand ich auch großartig mit 6. Dein Onkel Gerd auch, der hatte das Album. Oh ja, womit sich fast der Kreis wieder schließt zum ersten Thema heute, der Genesis. So, auch, ne? Sozusagen, genau. Wir enden den Talk mit favorisierten Bands von Gerd. Genesis und die erste allgemeine Verunsicherung. Und diese Kombination wird man sehr oft finden bei vielen Fans. Das muss man auch erstmal nachmachen, ja, in der Tat. Sehr cool. Was haben wir noch offen? Ein Song kommt noch, oder? Was haben wir? Wir haben noch einen Song offen in der Kategorie, oder? Nee, das wären die Eurythmics ja bei mir gewesen. Ach, stimmt. Ja. Stimmt, du hast eröffnet, ja. Ja, das ist korrekt. Muss man mal ganz klar festhalten, das ist korrekt so. Ist Nils überhaupt noch da? Wir plaudern hier gerade so. Ich höre zu, aber ich suche gerade bei eBay Kleinanzeigen einen Duschkopf. Das ist doch immer schön, wenn man so über Erzählungen Menschen fesselt einfach, ne? Ja.
Mein Tipp wäre ja in dem Sinne, guck doch mal bei Obi oder beim Bauhaus oder bei Helbig oder bei Hagebau. Beim Tagebau? Ja, im Tagebau, genau. Oh. Was soll das denn für ein Duschkopf sein? So einer, der so einen Regenwaldregen simuliert, so mit so einem Breiter? Nein, Mann und Scheiß. Ich bin tatsächlich einfach gerade im Nachmittagsloch ein bisschen abgedriftet mit meinen Gedanken und habe mich in einem wohlfühligen langsam Atmer wiedergefunden, weil ihr so schön gequarkt habt. Ach so, ja. Ah, was ja auch schön, was man auch so darstellen kann, ey, Terzetto, nicht nur hitzige Diskussionen, sondern auch Entspannung pur. Absolut, ja. Ich habe im Übrigen beim wiederholten Hören unserer bis jetzt aufgenommenen Episoden in der Tat immer ein sehr angenehm, entspanntes Gefühl gehabt und fand das witzig und unterhaltend, was wir uns da teilweise so erzählt haben. Finde ich super, ja. Ist auch sehr kurzweilig zu schneiden. Danach habe ich mir einen Podcast von Tim Melzer reingezogen, Fiete Gastro. Mhm. Ist auch witzig. Hat es Tim Melzer schwer? Er hat letztens geweint bei Lanz, habe ich gesehen. Ja, aber essen gehen willst du da immer, ne? Nö. Na doch. Das wäre für Mutter gewesen. Oh, jetzt hast du dich eingeschlossen im Keller, ja? Schön. Geil, guter Sound. Ja, teasern wir doch mal die nächste Staffel an, beziehungsweise die nächste Folge. Wir haben auf jeden Fall Musik zu hören, dann von Blue Oyster Cult über ABBA, Supertramp, ein absoluter Evergreen von Slutgo, Andy Williams, Elvis Presley, Johnny Cash, The Birds und The Raconteurs. Oh, das alle Dekaden, aber es fing stark mit 70er an. Ne? 70er Jahre. Ja, ist richtig. Ja. Blue Oyster Cult. Ich habe gerade nicht im Kopf, welche Fragen dazu gehörten. Was soll das denn? Was piept es hier so? Das Nils ist ausgetreten. Oh, technische Probleme. Ja, technische Probleme. Ah, das Nils ist wieder drin. Oder? Was ist so Schmock? Wir müssen tatsächlich irgendwann mal versuchen, eine Folge aufzunehmen, wo wir alle am selben Ort sind. Das macht es wahrscheinlich noch kurz einfacher. Ja, das wäre natürlich der Oberburner-Logo. An einem Tisch, so ein runder Tisch, naja, Mikrofon in der Mitte. Genau. Boah, und dann am besten zu so Geschichten wie, was danach käme, U2. Wieso wurde ich rausgeschmissen? Idiot, wurde nicht rausgeschmissen. Nein, er ist doch da. Ich kann den ja hinzufügen. Mhm. Bei ihm klingelt es jetzt, sehe ich gerade. Ja. Aber erzähl, was meintest du? Stories wie YouTube? Die ist nicht. Nee, die ist nicht. Wenn du rausgehst und beim WLAN zu Hause verlässt, ist wohl klar, dass du rausfliegst, oder? Ich bin nicht im WLAN. Ja, es tut mir leid für dich. Nein, die Idee ist, wir müssten uns tatsächlich mal eine Songrunde an einem Tisch besprechen. Das heißt, entweder müsstet ihr nach Berlin kommen oder ich muss nach Köln kommen. Mhm. Warum? Weil es schön wäre. Ja, so eine Extended Version mit auch, und dann kommt hier ins Spiel, das Ganze einfach aufdröseln. Mhm. Oder wir machen ein Special. Mhm. Zum Thema, was tatsächlich ja, wenn wir die Liste uns mal durchgucken, wir haben hier nicht einen einzigen Song von einer schwarzen Sängerin, schwarzen Sänger oder schwarzen Band. Okay, das ist nicht gut. Traurig. Also Black Music fehlt ja quasi vollkommen. Ja. Das stimmt sogar erschreckenderweise. Und das ist sehr schade, weil es... Wobei natürlich die Bands, die mitunter da drin sind, ja auch durch Black Music durchaus beeinflusst sind oder auch Musik zusammen mit schwarzen Musikern produziert haben. Mhm. Ja. Habt ihr denn spontan einen Song, der euch einfällt, wo ihr sagen würdet, ein Classic eines... eigentlich ist es ja Blödsinn, zwischen heller und dunkler Hautfarbe zu unterscheiden, aber fällt euch ein Song ein?
eines dunkelhäutigen Künstlers. Ich habe hunderte Songs von schwarzen Musikern, weil es ja eine Phase in meinem Leben gab, wo ich mich auch mal dem Rap und Hip-Hop zugewendet habe. Und als erstes fällt mir natürlich das ein Fuck the Police von NWA. Oh ja. Oder Fear of a Black Planet von Public Enemy. Mhm. Ja. Ja, um mal zwei so ganz spontan zu nennen. Und tatsächlich NWA und Public Enemy höre ich auch heute immer noch. Nicht mehr in dem Maße so wie früher, aber das finde ich ist halt, ich mag diesen heutigen Hip-Hop nicht wirklich gerne, aber Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre, als ich es gehört habe, war es für mich halt auch mehr, das war Rap, das wurde unter Rap kategorisiert und nicht in Hip-Hop irgendwie eingeordnet, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich habe mich auch schwer getan, weil ich da unterscheiden musste. Ich finde Frank Ocean's Channel Orange ist ein Meisterwerk. Mhm. Und in der letzten Zeit Tyler the Creator, kennt ihr den? Ja. Mhm. Auch guter Dude. Natürlich die ganzen Klassiker, Nina Simone, die ganze Jazz-Szene. Ja, es wird das so, wie Lars schon sagt, so blöd plakativ zu sagen. Werde ich jetzt kein Special draus machen. Aber mir fällt noch ein What's Going On von Marvin Gaye, finde ich sehr cool. Dann Supremes, sowas. 60s Motown, mag ich auch sehr gerne. Ja, Supremes ist super, definitiv. Einfach große Künstler und große Songs. Ben Harper ist ein geiler Typ. Ja. Ich finde auch Lenny Kravitz mega geil. Der macht das alles selber. Der ist ein unfassbares Monster im Studio. Lenny Kravitz? Wie heißt der Song aus den 90ern? All that I want. Stillness of Heart. All that I want. American Woman. I'm gonna go my way? Nee. Muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall so ein richtiges Rockbrett. Lief 1992, 93, als ich in Stuttgart war, immer im Uni-Club in Feigen, direkt nach Heros del Silencio. Geil. Entre dos Tierras. Und danach kam Lenny Kravitz, das waren so gefühlt 8 bis 10 Minuten Dauer Tanzflächen Togo-Move, keine Ahnung. Ja. Boah, muss ich mal gucken, wie der Song heißt. Entre las Sierras. Genau, das war Heros del Silencio auch eine super mega Verkürzung. Ja, allerdings. Sensationell. Gut. Heute eine Extended Version unter erschwerten Bedingungen. Ja, das stimmt. Ich schnibbel mal alles zusammen. Wir schauen mal, wie wir das beim nächsten Mal besser hinbekommen. Ja. Vielleicht tatsächlich FaceTime über die Maxe. Ja. Ich glaube, das ist sicher. Okay, das heißt, bis nächste Woche FaceTime klar machen und dann läuft es. Alright. Kriegen wir hin. Sowas von. Ey, es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht mit euch zwei. Ja, gleichfalls. Es war schon ein bisschen nice. Absolut. Bist du wieder auf dem Spielplatz? Ja, ich habe gerade gesehen, dass die Sonne ist und ich muss einfach mal ein bisschen Sonne tanken. Das ist gut. Do it. Aber ich bin, damit das nicht falsch verstanden wird, nicht auf dem Spielplatz. Nee, mach mir fein. Okay. Ja, danke für die Info. Jetzt hört es. Tschüss. Okay, ab einen schönen Tag. Bis ciao. Tschüss. Ciao.